gute Laune bei den Händlern. Sie haben Lust auf weitere Deals. Auch Inge und Bruno Kerz sind unterwegs zu den Gutachtern. Sie haben ein besonderes Stück deutsch-deutscher Geschichte dabei. War ich mal zu Hause. Also ich bringe Ihnen heute zwei Mauerstücke mit, die ich im Dezember 89 in Berlin von der Berliner Mauer als Mauerspecht abgeklopft habe und die ich mir per Zufall von Willy Brandt und Walter Mompau habe unterschreiben lassen. Oh, was haben wir denn da? Steinstückchen. Das sind zwei Stücke aus der Mauer, sagen die Herrschaften. Und hier lesen wir die Unterschrift von Walter Mompau, ja, und von Willy Brandt hier vergleichbar. Also man hat schon Züge, ja, die man hier erkennen kann. Der Untergrund ist natürlich nicht ganz so eben, aber es sieht so eben aus wie die Unterschrift von Willy Brandt. Walter Mompau kann man sehr gut lesen. Wo haben Sie das denn her? 89 war ein Parteitag der SPD in Berlin. Ja. Und da bin ich halt bei irgendeiner Pause, hatte ich Gelegenheit, hinter den Reichstag mitzufahren. Und dann habe ich mir von irgendjemandem einen Hammer ausgeliehen. Und haben Sie einfach ein Stück Mauer ausgeklopft? Ja. So war's. Und dann was sagen Sie denn dazu Ihrer Frau? Hätten Sie gedacht, dass Sie eine solch radikale Frau haben, dass Sie einfach ein Stückchen Mauer klauen? Meine Frau war nie radikal, aber sie war immer auch in manchen Dingen besser wie ich. Zum Beispiel, wenn man einen Nagel in die Wand schlägt, bin ich also fast unpassend. Macht so gut. Das ist auch gar nicht so einfach, so ein Stück Mauer aus dieser Mauer herauszuschlagen. Sie sitzen ziemlich fest, aber Sie haben ein Stück Außenhaut offensichtlich erwischt. Ja, und tatsächlich auch eines, was eben auch ein bisschen Farbe bekommen hat. Hier wurde auch nicht nachgearbeitet, wie das bei vielen Mauerstücken der Fall ist. Es gibt noch nach wie vor so viel Berliner Mauer, das wird immer noch vertrieben. Und diese Größe kostet 4 Euro tatsächlich. 4 bis 6 Euro bezahlen Sie. Das ist immer noch... Aber nicht mit den Unterschriften. Nicht mit den Unterschriften. Ah, ich merke schon, die Dame wird direkt... Hast du gesehen? Also jetzt habe ich wieder gemeint, das ist eine Frau, die kämpft. Ja? So. Und jetzt möchten Sie es abgeben. Meine Frage A, warum? B, für wie viel Geld würden Sie es abgeben? Das heißt, Sie möchten ja jetzt ein Stück Zeitgeschichte, was auch Ihre eigene dann ist, zu Geld machen. Ja. Was möchten Sie mit dem Geld machen und wie viel erhoffen Sie sich? Ich möchte gern mit einem Schiff zum Nordkap fahren. Mit dem Schiff zum Nordkap? Ja. Das finde ich jetzt wieder von der Symbolik her sehr schön, dass ein Mauerstückchen, was Menschen eingeschlossen hat, es ihnen ermöglichen würde, eine Reise zu machen. Aber jetzt ist noch mal du, liebe Heide. Was denkst du, was kann man da ansetzen? Die Unterschrift von Walter Mompa ist so gut wie nichts wert. Der Herr lebt natürlich noch. Und die von Willy Brandt ist in den Zügen erkennbar, aber auch nicht so bedeutend. Aber trotzdem würde ich das mit einem Wert von 50 bis 80 Euro beziffern. Mhm. Nee. Das wäre doof. Das habe ich alleine schon dafür ausgegeben, dass ich es Da ist, glaube ich, der Rahmen schon teurer gewesen. Ja. Ja. Richtig. Von daher bleibt es meine emotionale Aber nichtsdestotrotz, ich sehe das ein ganz klein bisschen anders. Wir haben oben den Fabian sitzen, der kommt aus Leipzig, der hat ein wunderschönes, modernes Museum. Sollen wir es mal probieren? Ich würde dieses Risiko eingehen. Sie müssen ja nicht verkaufen, wenn zu wenig geboten wird, aber wenn es klappt, klappt es. Ja, mache ich auf jeden Fall. Dafür habe ich meinen Mann mitgebracht. Vom Nordkap, wenn es klappt. Sie hat mich als Vermittler mitgebracht. Dann ist sie das Händlerkärtchen. Ja. Ja. Toi, toi, toi. Wir bringen die Sachen hoch. Ja, also ich bin schon etwas nervös. Und deswegen werde ich die Verhandlungen meinem Mann überlassen. Ich bin überhaupt kein guter Verhandler. Und deswegen habe ich ihn auch dabei. Und ich versuche, das Möglichste rauszuholen. Geht Brunos Plan auf? Was haben Sie uns Schönes mitgebracht? Bitte schön. Kunstwerke, signierte Mauerstücke von der Berliner Mauer nehme ich. Ja. Schön gerahmt und signiert. Unser Berliner Mauerspezialist, ich glaube, der ist zu meiner linken Seite. Kann das sein, Fabian? Ja, das kann sein. Berliner Mauerspecht. Von wem sind die Signaturen? Ja, wir haben die Stücke mitgebracht. Ich bezeichne sie als die blaue Mauritius der Mauersteine. Okay. Das heißt, unterzeichnet von Walter Mompau und von Willy Brandt. Mhm. Darum ist es etwas Einmaliges. Tun wir mal den Willy rüber. Und er hat es mir höchstpersönlich unterschrieben. Ja? Ja. Sie waren dabei? Ja, ich habe das per Zufall gemacht. Hatte mich als Mauerspecht betätigt und dann hat er anschließend
Also erst hat Walter Momper unterschrieben, dann habe ich mich getraut. Dann war die erste Angst weg. Wer ist denn dieser Walter Momper? Der Walter Momper war regierender Bürgermeister von Berlin zu der Zeit, als die Mauer geöffnet wurde. Und Willy Brandt war regierender Bürgermeister, ja, gut, als die Mauer gebaut wurde. Ja, ja. Also für mich wäre es natürlich generell interessant. Wir haben in unserer Galerie das längste Stück Mauer außerhalb Berlins. Und das fehlt noch in der Sammlung. Haben Sie noch nicht? Nein. Mit seinen 22 Jahren hat Fabian sich bereits einen großen Traum erfüllt. Das ist meine Galerie mit der monumentalen Berliner Mauer im Zentrum. Auf 800 Quadratmetern stellt Fabian zeitgenössische Kunst aus. Ich bin ein Freund von Street Art und dahingehend ist natürlich die Mauer für mich immer interessant. Für mich ist moderne Kunst ein Lebenselixier. Ursprünglich wollte Fabian Künstler werden, bevor er zum Kunsthandel kam. Alles, was mit der Berliner Mauer zu tun hat, ist für mich interessant. Nicht nur für meine eigene Galerie, sondern auch aus künstlerischer Sicht. Ja. Das ist eine Rarität, die werden Sie sonst auf der Welt nicht mehr bekommen. Ja. Wie sollen wir das bezahlen? Ja, das ist die große Frage. Das ist die Frage. Was ist Ihnen das wert? Also ich habe mit der Mauer absolut gar nichts zu tun. Ich komme aus der tiefsten Eifel. Wir haben den Mauerfall gar nicht mitgekriegt. Aber desto trotz, 150 Euro fange ich mal mit an. Vielleicht die Susanne? Ich mache zwar eigentlich nur Schmuck, aber es ist schon ein schönes Kulturgut, was Sie hier haben. Wo auch bestimmt der eine oder andere Interesse hat. Auktionshaus vielleicht. Ich biete Ihnen mal 200. Ich sage mal 300. Dass das mal schneller geht, da. 300 biete ich. Ich biete 400. Ich biete 450. 500. Ihr macht mich fertig. Dann sag ich 600. Ist das schon im Bereich dessen? 650 für die Eifel. Einen knappen Schnaps drauf auf die Summe und dann werden wir sicher irgendwo zurechtkommen. Meine Frau, die schwärmt von Norwegen. Wir wollen einen Teil mitfinanzieren über den Erlös. Also ich würde Ihnen 700 geben und es bekommt einen Ehrenplatz in unserer Galerie. Und ich denke, das ist ein guter Deal. Wenn Sie mir versprechen, es nicht auf eine Auktion zu geben. Mache ich definitiv nicht. Dann ist es Ihnen. Ja. Ist ein Wort. Vielen Dank. Das ist ein Wort. Das finde ich mal korrekt. Ja, das freut mich auch. Gut. Dann ist es nämlich gut aufgehoben. Ja. Wir wissen, dass es gut platziert ist. Und wenn Sie mal in Leipzig sind, dann können Sie vielleicht den Herrn besuchen. Dann sehen Sie es bestimmt. Ja. Sehen Sie. Und vielleicht mal ein paar Fotos aus Norwegen mitbringen. Ja, bis ich den Urlaub bezahle. Ja, das reicht ja nicht ganz, aber das ist schon. Vielen Dank. Viel Spaß damit. Ne? Wiedersehen. Es ist super gelaufen. Ich war richtig euphorisch. Ich habe das damit gar nicht mehr gerechnet. Das beflügelt mich jetzt. Und ich bin so froh, dass es auch jetzt dann an einen ordentlichen Platz kommt.